Willkommen im Trophäenraum der Phönix. Immer wenn ein Crewmitglied eine Ehrenmedaille erhält, wird sie hier angezeigt. Tut mir leid, nur Befugte dürfen diesen Bereich betreten. Noch hast du keine Zugangserlaubnis. Das ist unser Gadgetron-Waffenautomat. Hier kannst du neue Waffen in einer Holosimulation ausprobieren, bevor du sie kaufst. Das ist unser Bord-Gadgetron-Rüstungsautomat. Wir werden dich benachrichtigen, wenn du neue Panzerungen kaufen kannst. Du kannst die Systeme deines Jägers an dieser Konsole hochstufen. Bitte bring Quark in den Käfig in deinem Zimmer. Wir treffen uns dann auf der Brücke. Ratchet, du musst erst Quark in seinen Käfig bringen, bevor du die Brücke betreten kannst. Quark muss erst in den Käfig, bevor du mich auf der Brücke treffen kannst. Dies ist das VG-9000 Spielsystem. Wenn du ein Videospiel hast, kannst du es damit spielen. Das ist das Holodeck der Phönix. Hier kannst du Kampfsituationen trainieren und neue Geräte ausprobieren. Toll! Wir treffen uns auf der Brücke. Ratchet, der Refraktor kann Strahlenangriffe deiner Feinde auf sie zurückleiten. Du musst nur die L1-Taste gedrückt halten, um mit den reflektierenden Strahlen zu zielen. Ratchet, irgendwo in dem Raum muss ein Spinnensymbol sein. Benutze den Strahl, um die Spinnendrohne über das Symbol zu führen und knall sie dann mit dem Laser ab. Ratchet, was zum Teufel machst du da? Noch hast du das Kostüm nicht gewonnen. Clank, gegen dieses Ding hast du keine Chance. Benutze die Gadgetbots. Ratchet, ich habe online ein paar Instruktionen zur Benutzung des Kostüms gefunden. Lass mal sehen. Wenn du mit einem Tyrannoiden sprichst, solltest du eine holographische Anzeige sehen. Drücke oder halte den richtigen Knopf gedrückt, während sie sich über den Bildschirm bewegt. Pass auf, was du sagst. Diese Typen sind sehr launisch. Ratchet, du wirst ein Refraktorgerät brauchen, um das Laserschild wieder zum Laufen zu bringen. Es scheint, als wäre auf dem Planeten Florana ein Refraktor. Ratchet, Quark hat ein dringendes Treffen einberufen. Du musst schnell zu Phönix zurückkommen. Warum schaust du nicht schnell bei der Phönix vorbei und spielst das Videospiel von Quark? Vielleicht löst das etwas in Quarks Erinnerung aus und bringt ihn wieder zu Verstand. Der Refraktor kann Laserstrahlen umleiten. Er muss einfach nur ausgerüstet und in einen Laserstrahl gehalten werden. Drücke die L1-Taste und benutze den linken Analogstick, um mit dem Strahl zu zielen. Quark wartet immer noch an der Raumfähre auf dich. Du solltest dich besser beeilen, sonst fährt der Sternenkreuzer ohne dich ab. Ratchet, wir haben Tyrannoiden-Wachposten vorausgeortet. Sieht so aus, als würdest du wieder das Kostüm brauchen. Da ist der Schutztruppentransporter. Ich habe die Soldaten angewiesen, in der Landezone auf dich zu warten. Sei vorsichtig da unten. Meine Scanner zeigen einen Haufen Biomasse an, der sich in Richtung Abflussrohr bewegt. Aufgepasst, Ratchet! Da kommt ein Angriffsschiff auf 12 Uhr! Ratchet, mach, dass du da rauskommst! Du hast nur noch ein paar Sekunden, bis das Schiff in die Luft fliegt! Schnell, Ratchet, lauf! Du hast keine Zeit mehr! Ich kann's einfach nicht glauben. Dieses Ding hat gerade die ganze Stadt in Roboter verwandelt. Sogar die Tyrannoiden. Du musst Nefarius aufhalten, bevor er ihn noch einmal einsetzen kann. Ratchet, du wirst da vorne wieder dein Kostüm brauchen. Die Sicherheitsstufe ist extrem hoch. Es wird also nicht einfach werden. Diese Robotyranniden sind schlauer geworden. Dies ist dein Quartier. Ich habe dir eine VG-9000 bereitgestellt, damit du Videospiele spielen kannst. Ratchet, irgendwo in dem Raum muss ein Spinnensymbol sein. Benutze den Strahl, um die Spinnendrohne über das Symbol zu führen und knall sie dann mit dem Laser ab. Schön, dass du es geschafft hast, Ratchet. Du hast bestimmt viel zu erzählen. Komm doch zu Phönix und berichte uns alles. Vorsicht! In Deckung! Hinter dir! Das Kartengerät deckt geheime Bereiche auf. Auf der Weltkarte sind sie grün eingezeichnet. Mann, das Ding ist echt cool. Ich war so frei, ein verbessertes Hydropack-Upgrade zu installieren, als Clank das letzte Mal General überholt wurde. Halte die R1-Taste gedrückt, um während des Schwimmens noch einen Zahn zuzulegen. Zeit für deine Schwimmstunde. Drücke die Quadrat-Taste, um zu tauchen, und die X-Taste, um wieder hochzukommen. Dein Helm wird dich mit Sauerstoff versorgen. Zumindest theoretisch. Schau mal, Gadgetbots. Ich liebe diese kleinen Dinger. Um sie zu befehligen, musst du einfach die Dreieck-Taste gedrückt halten und mit dem linken Analogstick einen Befehl auswählen. Hier ist Al. Ich brenne förmlich darauf, die Disk zu entschlüsseln, die du in der Rettungskapsel gefunden hast. Ich wette, da sind viele geheime Informationen drauf. Ratchet, unsere Sensoren haben gemeldet, dass es noch eine weitere Einrichtung auf Decks gibt, die du noch nicht betreten hast. Vielleicht solltest du diese mal genauer unter die Lupe nehmen. Hör gut zu, du Faulpelz. Drücke die Kreistaste zweimal, um zwei Warpfelder zu werfen. Stell dich auf das eine Feld und drücke die Kreistaste, um zum anderen zu gelangen. Wirfst du ein drittes Feld aus, verschwinden die ersten beiden.
Du kannst den PDA benutzen, um von überall aus Zugriff auf den Waffenautomaten zu erlangen. Natürlich musst du ein bisschen mehr für die Versandkosten aufbringen. Hier ist R. Die Einrichtung auf Dex hat 2 Hochsicherheits-Computer-Terminals. Nach meinen Informationen ist eines davon draußen auf den Inseln und das andere im Inneren des Hauptgebäudes. Dieser Hacker wird dazu genutzt, Sicherheitsterminals zu knacken. Du musst dich einfach nur in die Nähe eines Terminals stellen und die Dreiecktaste drücken, um dich einzuhacken. Zerstöre mit deiner Kanone rote Sicherheitsprogramme, bevor sie das Ende des Schachts erreichen. Blaue Programme sind unzerstörbare Verteidigungssysteme. Sammle mit deinem Traktorstrahl alle grünen Codeschnipsel ein, um das Schloss zu überbrücken. Blaue Abwehrprogramme können nicht zerstört werden. Warte, bis sie vorbei sind, dann bewege dich hinter sie. Sammle mit deinem Traktorstrahl grüne Codeschnipsel ein. Wenn du genügend hast, kannst du das Schloss überbrücken. Du brauchst eine bessere Ausrüstung, um es mit den Tyrannoiden aufzunehmen. Du solltest Rüstungsgegenstände und Waffen von den Händlern auf der Phönix kaufen. Ratchet, wenn du dir keine bessere Panzerung besorgst, wirst du es bereuen. Hey Ratchet, richte den Laserstrahl mit dem Refraktor auf die Satelliten. Mann, warum kriegt ihr immer die Aufgaben, die Spaß machen? Hey Ratchet, ich bin zwar kein Taktikexperte, aber du solltest dir auf der Phönix eine neue Rüstung zulegen. Was du da trägst, würde nicht einmal den Mundgeruch eines Tyrannoiden abhalten. Und besonders gut steht es dir auch nicht. Ratchet, der Automat verkauft eine neue Rüstung aus einer ionisierten Adamantium-Legierung. Das ist eine der härtesten Substanzen der Galaxie. Aber das wusstest du bestimmt schon. Mann, ich muss noch ein bisschen abnehmen, bis mir diese Rüstung Aegis Mark V passt. Das Ding verwendet Subquantensingularitäten und schafft so ein Phasenumkehrfeld. Geh gleich zum nächsten Rüstungsautomaten. Hey Ratchet, ich habe gehört, dass du ein neues Quark-Spiel hast. Jetzt spiel es schon durch, damit ich es mir leihen kann. Ratchet, ich muss unbedingt wissen, wie die Quark-Videospielreihe endet. Wann spielst du endlich dein neues Spiel? Ich habe gehört, dass jemand das neueste Quark-Videospiel hat. Könnte sich diese Person damit vielleicht ein bisschen beeilen? Sieht so aus, als würdest du ein Warpfeldgerät brauchen, um an diesem Kraftfeld vorbeizukommen. Auf dem Planeten Aridia kannst du eins organisieren. Hohoho, du hast den Bolt-Greifer. Das bedeutet, du kannst jetzt auch weiter entfernte Bolts aufnehmen. Dieser Kartomat zeigt dir geheime Gebiete auf der Weltkarte. Sie werden grün angezeigt. Clank, dieser kleine Stinker wird den Bananen überall nachlaufen, egal wohin du sie schießt. Los, versuch's mal. Clank, dieser kleine Affe ist ein absolutes Ass im Rohre klettern. Schieß einfach eine Banane über das Loch und schon rennt er los. Clank, wenn die Wachen dich entdecken, schieß einfach eine Banane, damit der Affe sie ablenken kann. Ratchet, du musst das Tyrostym benutzen, um durch diese Tür zu gelangen. Viel Glück. Gut, kommen wir zu den schwierigeren Sachen. Drücke die X-Taste, wenn ich mich in der Nähe einer Wand in der Luft befinde, um einen klassischen Wandkick zu sehen. Was für ein leckeres Gesundheitsupgrade. Immer dran denken, Kadetten, es gibt eins in jedem Level. Du hast gerade ein offiziell lizenziertes Quark-Andenken aufgenommen. Sammel alle Andenken in allen Levels, um einen geheimen Preis zu gewinnen. Wie schön das glitzert, Baby. Die roten sind 10 Quark-Andenken wert. Deine Feinde erscheinen rot auf dem Radar, alle Verbündeten blau. Missionsziele erscheinen in grün. Drücke die Kreistaste, um einen Blaster abzufeuern. Halte die R1-Taste gedrückt und bewege den linken Analogstick, um präzise zu zielen. Ratchet, bring die Sternkarte, die du Nefarius gestohlen hast, zurück zur Phönix. Ich habe einen Plan und ich glaube, er wird dir gefallen. Eine Leiter. Wie funktionieren diese Dinger noch? Oh klar, ich erinnere mich. Einfach nur nach oben oder nach unten bewegen. Diese kleinen Kerlchen heißen Gadgetbots. Du kannst sie nach Lust und Laune herumkommandieren. Um das zu tun, hältst du die Dreiecktaste gedrückt und wählst mit dem linken Analogstick einen Befehl aus. Das mit einer Zahl versehene Tor ist ein Roboport. Wähle Eintreten im Robo-Befehle-Menü, um deine Gadgetbots in den Port zu kommandieren. Hat die Zahl 0 erreicht, wird der Port freigeschaltet. Drücke die Kreistaste, um einen Blaster abzufeuern. Halte die R1-Taste gedrückt und bewege den linken Analogstick, um präzise zu zielen. Du vermisst bestimmt einen alten Schildlader, was? Zum Glück habe ich hier einen. Schau vorbei, wenn du Interesse hast. Hey, Junge, der Rausschmeißer ist im Angebot. Wenn du schnell bist, kriegst du noch einen Rabatt von 10%.
Hallo, hallo. Heute hätten wir eine Plasmaspule im Angebot. Wie neu, noch original verpackt. Man sieht sich. Psst. Ich habe eine Ladung klassischer Waffen der Megacorp erhalten. Schau in meinem Geschäft auf Aquatos vorbei, wenn du Interesse hast. Hier spricht Slim. Ich habe weitere Megacorp-Waffen. Du weißt, wo du mich findest. Psst. Ich habe eine Ladung aus Bogon erhalten. Du solltest dich beeilen, denn das Zeug ist echt heiß. Hey, Mann, ich habe eine neue Lieferung. Da ist eine echte Schönheit dabei, die zufällig vom Laster gefallen ist. Psst, hier spricht Slim. Du musst einfach sehen, was ich für dich habe. Aber beeil dich, die Bullen von Bogon sind hinter mir her. Ihr habt wohl echt gute Beziehungen. Mit schönen Grüßen von meinen Jungs bei den Schlägern. Mr. Fizzwidget lässt grüßen. Das hier kommt von ihm. Nur das Allerbeste für meine liebsten Kunden. Sei vorsichtig damit. Ehe man sich's versieht, hat sich damit jemand wehgetan. Wie habt ihr denn diese ganzen kostenlosen Waffen gekriegt? Du brauchst den Refractor, um die Abwehrstellungen der Stadt mit Energie zu versorgen. Die Laserstrahlen sind nicht von schlechten Eltern, also schalte das Refractorfeld auf jeden Fall ein, bevor du sie berührst. Viel Glück! Dein maximales Nanotech-Level hat sich erhöht. Deine Waffe wurde hochgestuft. Waffen werden bei regelmäßiger Nutzung automatisch hochgestuft. Wenn du Feinde im Herausforderungsmodus zerstörst, werden die fallengelassenen Bolts mit der angezeigten Zahl multipliziert. Je mehr Feinde du besiegst, desto höher dieser Faktor. Er wird jedoch bei einem Gegentreffer auf 0 zurückgesetzt. Alle Verteidigungstürme einer Basis müssen zerstört werden, bevor sie eingenommen werden kann. Bewege den Emitter mit der Bolt-Kurbel. Drücke die Quadrattaste, um den Schraubenschlüssel anzusetzen und laufe dann um die Plattform. Um eine Seilbahn zu benutzen, musst du dich unter sie stellen und springen. Versuche, deine Schnellauswahl im Pausenmenü zu bearbeiten. Du kannst Waffen, Geräte oder Steuerungsmodi zu jedem Auswahlzirkel hinzufügen. Herzlichen Glückwunsch! Du hast dein maximales Nanotech-Level erreicht. Um zwischen Wänden hochzuspringen, springe und drücke dann neben einer Wand die X-Taste in der Luft. Nanotech hat maximalen Level erreicht. Speichert Spielfortschritt. Während dieses Symbol auf dem Bildschirm erscheint, darfst du weder deine Memory Card entfernen, noch die Konsole ausschalten. Um nach links oder rechts auszuweichen, musst du die L2-Taste oder die R2-Taste während des Rennens gedrückt halten. Du kannst an jedem Gadgetron-Automaten zusätzliche Munition kaufen. Das Flux-Gewehr ist eine exzellente Waffe für Scharfschützen. Um in den Scharfschützen-Modus zu gelangen, musst du das Flux-Gewehr ausrüsten und die L1-Taste drücken. Benutze die R1-Taste und die R2-Taste, um in das Bild hinein oder heraus zu zoomen. Um deine Peitsche zu werfen, musst du die R1-Taste gedrückt halten und die Kreistaste drücken. Du kannst die Kamerasteuerung im Optionsmenü umkehren. Um eine Waffe auszuwählen, musst du die Dreiecktaste gedrückt halten und mit dem linken Analogstick ein Symbol auswählen. Drücke die Kreistaste, um deinen Schockblaster abzufeuern. Um die Kamera zu steuern, musst du den rechten Analogstick benutzen. Dein Nanotech-Level hat sich erhöht. Halte die L1-Taste gedrückt, um mit deiner Waffe präzise zu zielen. Um Zugang zu deiner Weltkarte zu erhalten, musst du die Select-Taste oder die R3-Taste drücken. Um die Kamera zu zentrieren, musst du die L1-Taste kurz antippen. Um einen noch kräftigeren Hyperschlag auszuführen, musst du springen und die Quadrattaste drücken. Um einen Hochsprung auszuführen, musst du die R1-Taste gedrückt halten und die X-Taste drücken. Um einen Weitsprung auszuführen, musst du rennen und die R1-Taste und die X-Taste gleichzeitig drücken. Um zu gleiten, musst du springen und in der Luft die X-Taste drücken.
Du musst neue planetarische Koordinaten finden, bevor du diesen Planeten verlassen kannst. Halte die Dreiecktaste gedrückt, um ins Schnellauswahlmenü zu gelangen. Drücke die Dreiecktaste, um diese Nachrichten zu unterbrechen. Du kannst Hilfenachrichten im Optionsmenü auch ganz ausstellen. Du kannst die Kamerasteuerung im Optionsmenü umkehren. Drücke die Quadrattaste, um den Schraubenschlüssel an der Boltkurbel anzusetzen. Um die Kamera zu zentrieren, musst du die L1-Taste kurz antippen. Tippe die Dreiecktaste doppelt an, um zwischen kürzlich benutzten Gegenständen hin und her zu schalten. Um auf deine Weltkarte zuzugreifen, musst du die Select-Taste oder die R3-Taste drücken. Besiegte Feinde setzen immer Nanomiten frei. Nanomiten stufen deine Gadgetron-Waffen automatisch hoch und erhöhen deine maximale Nanotechnologie. Um schnell Waffen auszuwählen, halte die Dreiecktaste gedrückt und wähle mit dem linken Analogstick ein Waffensymbol aus. Bewege den Emitter mit der Boltkurbel. Drücke die Quadrattaste, um den Schraubenschlüssel anzusetzen, und renne dann um die Plattform. Nanotech erhalten. Je mehr Nanotech du hast, desto mehr Schaden kannst du vertragen. Zur Ansicht der Weltkarte drücke die Select- oder die R3-Taste. Versuche, den Nitrowerfer gegen das Fahrzeug einzusetzen. Das grüne Objekt ist ein Hyperseilziel. Um eine Verbindung dahin aufzubauen, musst du die Kreistaste drücken und halten. Loslassen kannst du, indem du auch die Taste loslässt. Mit der L1-Taste kannst du genauer zielen. Du lässt zu früh los. Halte die Kreistaste so lange gedrückt, bis du dich über dem Zielbereich befindest. Diese Plattformen können mit dem Hyperseil aktiviert werden. Du brauchst das Tyrostym, um in diesem Gebiet unerkannt zu bleiben. Halte die Dreiecktaste gedrückt, um das Schnellauswahlmenü zu sehen. Benutze den linken Analogstick, um eine Waffe auszuwählen, und lasse anschließend die Dreiecktaste los. Der Teleporter ist überfüllt. Entferne feindliche Einheiten von der Plattform, um fortzufahren. Halte die Kreistaste gedrückt, um den Schockblaster zu laden und damit einen noch kraftvolleren Angriff zu starten. Im Gadgetron-Rüstungsautomaten ist neue Panzerung erhältlich. Halte die Kreistaste gedrückt, um mit der Blitzhydra auf mehrere Feinde zu zielen. Lass die Kreistaste los, um zu schießen. Du hast die Koordinaten für einen anderen Planeten erhalten. Um zwischen Planeten hin und her zu reisen, musst du zu deinem Schiff auf dem Hauptdeck der Phönix zurückkehren. Überquere dieses Gebiet mit dem Hyperseil. Drücke die R1-Taste, um deinen Schockblaster abzufeuern. Du solltest das Seitwärts-Ausweichen-Manöver nutzen, um dein volles Kampfpotenzial auszuschöpfen. Halte zum Ausweichen während des Rennens die R2 oder die L2-Taste gedrückt. Wenn du ausweichst, kannst du vermeiden, von feindlichem Feuer getroffen zu werden. Halte zum Ausweichen während des Rennens die R2 oder die L2-Taste gedrückt. Seitliches Ausweichen erweist sich während eines Feuergefechts als sehr effektive Taktik. Halte die R2 oder die L2-Taste während des Rennens gedrückt, um auszuweichen. Wenn du ausweichst, kannst du vermeiden, von feindlichem Feuer getroffen zu werden. Halte zum Ausweichen während des Rennens die L2-Taste gedrückt. Das Fluxgewehr ist eine exzellente Waffe für Scharfschützen. Um in den Scharfschützenmodus zu gelangen, musst du das Fluxgewehr ausrüsten und die L1-Taste drücken. Benutze die L2-Taste und die R2-Taste, um in das Bild hinein oder heraus zu zoomen. Um deine Peitsche zu werfen, musst du die R2-Taste gedrückt halten und die Kreistaste oder die R1-Taste drücken. Um einen Hochsprung auszuführen, musst du die R2-Taste gedrückt halten und die X-Taste drücken. Um einen Weitsprung auszuführen, musst du rennen und die R2-Taste und die X-Taste gleichzeitig drücken. Um eine feindliche Basis einzunehmen, musst du erst alle Verteidigungsgeschütztürme zerstören, dich dann ins Innere teleportieren lassen
und den Steuerungsbolzen mit deinem Schraubenschlüssel ankurbeln. Sei gegrüßt, Kunde Nummer 91802. Die Tastenbelegung auf deinem Controller kann vielfältig gestaltet werden. So kannst du zum Beispiel den Feuerbefehl auf die R1-Taste legen. Um eine andere Tastenbelegung einzustellen, drücke die Start-Taste, gehe ins Optionsmenü und wähle Steuerung. Um deine aktuellen Missionen anzusehen, musst du das Missionsmenü vom Pausebildschirm aus auswählen. Das Gadgetron Warp-Feld könnte in dieser Gegend ganz schön nützlich sein. Herzlichen Glückwunsch! Um eine weitere Herausforderung zu wählen, drücke bitte die Start-Taste. Im Herausforderungsmodus kannst du Mega-Versionen deiner Waffen erwerben, die sie schlagkräftiger machen und weitere Aufwertungen freischalten. Du kannst die Mega-Version jeder Waffe kaufen, die vollständig hochgestuft wurde. Springe und drücke die Quadrattaste mitten in der Luft, um einen kräftigen Hyperschlag mit dem Omnischlüssel auszuführen. Wenn die Geschütztürme, die die Basis deines Teams verteidigen, zerstört worden sind, kannst du sie reparieren, indem du den Steuerungsbolzen innerhalb deiner Basis ankurbelst. Du kannst in deiner Basis gesunden und deine Munition aufladen. Knotenpunkte sind strategische Punkte, die von jedem Team eingenommen werden können. Eingenommene Knotenpunkte bieten Auferstehungspunkte, Fahrzeuge und Waffen für das jeweilige Team, das sie kontrolliert. Um einen Knotenpunkt einzunehmen, musst du den Steuerungsbolzen mit deinem Schraubenschlüssel so lange kurbeln, bis der Knotenpunkt die Farbe deines Teams annimmt. Diese Drohnen folgen dir und greifen Feinde an. Du kannst die Drohnen auch zur Verteidigung an einen anderen Ort schicken, indem du Verteidigen aus dem Geräteschnellauswahlmenü wählst. Die Schwerkraftstiefel lassen dich an metallischen Decken und Wänden laufen. Halte die Kreistaste gedrückt, um mit dem Hyperseil aufzuspringen oder mit dem Hyperseil Plattformen zu aktivieren. Springe auf Schwingziele zu und halte die Kreistaste oder die R1-Taste gedrückt, um mit dem Hyperseil aufzuspringen. Tippe die R1-Taste zweimal an, um mit den Sturmstiefeln loszustürmen. Tippe die R2-Taste zweimal an, um mit den Sturmstiefeln loszustürmen. Drücke die Kreistaste, um die Holoschilde auszuwerfen, die zur Deckung benutzt werden können. Drücke die R1-Taste, um die Holoschilde auszuwerfen, die zur Deckung benutzt werden können. Um ein Warp-Feld zu werfen, musst du dich ducken und die Kreistaste drücken. Durch erneutes Drücken der Kreistaste gelangst du zum Feld. Wirfst du ein neues Warp-Feld, verschwindet das erste. Drücke die R1-Taste zweimal, um zwei Warp-Felder zu werfen. Stelle dich dann auf das eine Feld und drücke die R1-Taste, um zum anderen zu gelangen. Wirfst du ein drittes Feld aus, verschwinden die beiden ersten. Halte die Dreieck-Taste gedrückt, um ins Waffenschnellauswahlmenü zu gelangen. Tippe die Dreieck-Taste doppelt an, um durch die letzten drei ausgerüsteten Waffen zu schalten. Halte die R1 und die Dreieck-Taste gedrückt, um in das Geräteschnellauswahlmenü zu gelangen. Benutze den linken Analogstick, um deinen Auferstehungspunkt auszuwählen. Du kannst deine Karte jederzeit einsehen, wenn du die Select-Taste oder die R3-Taste drückst. Drücke die R1-Taste, um eine der Fahrzeugwaffen abzufeuern. Um in den Scharfschützenmodus zu gelangen, musst du das Scharfschützengewehr ausrüsten und die L1-Taste drücken. Benutze die R1-Taste und die R2-Taste, um dich in das Bild hinein oder heraus zu zoomen. Um in den Scharfschützenmodus zu gelangen, musst du das Scharfschützengewehr ausrüsten und die L1-Taste drücken. Benutze die L2-Taste und die R2-Taste, um dich in das Bild hinein oder heraus zu zoomen. Benutze die Sprungplattform, um höhere Ebenen zu erreichen. Das ist ein Vulkangeschützturm. Er greift feindliche Fahrzeuge an, verschont jedoch alle Charaktere. Du hast den Tetra-Schadensturbo erhalten. Deine Offensivkraft ist vorübergehend viermal so stark. Du hast ein Quantenschild erworben.
Du hast ein Munitionspaket eingesammelt. Du hast eine Waffe eingesammelt. Weitere Waffen findest du in den Kisten um das Schlachtfeld herum. Benutze die Bolt-Kurbel, um die Brücke kurzzeitig zu verlängern. Du hast einen Gesundheitsbonus aufgenommen. Du kannst keine Gesundheitsgegenstände aufnehmen, wenn du keinen Schaden erlitten hast. Du hast ein Waffenpaket erhalten. Wenn Spieler getötet werden, fallen ihre Waffen in ein Waffenpaket. Diese Kiste enthielt einen Gadgetron Nanotech-Multiplikator. Bis der Countdown abgelaufen ist, werden alle Bolts und Nanomiten, die du beim Sieg über deine Feinde erhältst, multipliziert. Dies ist unser Holo-Trainingsraum. Du musst hier erst Trainingskurse absolvieren, bevor du einige der Geräte nutzen darfst. Deine Trophäen werden im Trophäenraum auf dem Raumschiff Phoenix angezeigt. Trophäen können an versteckten Orten gefunden oder für tolle Leistungen erworben werden. Halte die R2 und die Dreiecktaste gedrückt, um in das Geräte-Schnellauswahlmenü zu gelangen. Ein Knotenpunkt wird angegriffen. Knotenpunkt verloren. Knotenpunkt eingenommen. Deine Basis wird angegriffen. Der Basiszustand ist kritisch. Das rote Team gewinnt. Das blaue Team gewinnt. Du hast alle 9 Charaktertrophäen erworben. Das Insomniac-Museum ist nun freigeschaltet. Vom Raumschiff Phoenix aus hast du Zugang zum Museum. Halte die R1-Taste gedrückt, während du die Laser umlenkst, um den Strahl noch präziser auszurichten. Bitte eine Memory Card mit einem Spielstand für Ratchet und Clank 2 einlegen. Manche Gegner lassen sich nicht mit dem Schraubenschlüssel besiegen. Gadgetron empfiehlt daher den Einsatz anderer Waffen. Ein Kampfmech ist dem roten Team beigetreten. Ein Kampfmech ist dem blauen Team beigetreten. Inferno-Modus. Deine Rüstung und deine Schlüsselangriffe werden für begrenzte Zeit verstärkt. Die Jackpot-Kiste vervielfacht für kurze Zeit alle gewonnenen Bolts und Erfahrungspunkte. Eine Leiter steigst du hinauf, indem du auf sie springst und die X-Taste drückst, bis du an ihrem Ende angelangt bist. Du hast eine Aufrüstungskiste zerbrochen. Deine schwächste Waffe wurde automatisch um eine Stufe aufgerüstet. Gute Neuigkeiten, Ratchet! Nach 2 Jahren kriegst du nun endlich einen Gadgetron-Mitarbeiterrabatt. Ab jetzt bezahlst du 10% weniger für alle Gadgetron-Produkte. Um den Schacht um 180 Grad zu drehen, drücke die L1-Taste oder die L2-Taste. Um mit dem Hoverschiff zu fliegen, musst du den linken Analogstick benutzen. Drücke die X-Taste oder die L1-Taste, um aufzusteigen. Und die Quadrat-Taste oder die L2-Taste, um abzusinken. Sobald du sie mit dem rechten Analogstick in Sichtweite geholt hast, musst du mit der Kreistaste oder der R1-Taste die Raketen abschießen und das wunderschöne Feuerwerk angucken. Um Zugriff auf deinen zweiten Auswahlzirkel zu erhalten, musst du die R1-Taste während der Schnellauswahl gedrückt halten. Um Zugriff auf deinen zweiten Auswahlzirkel zu erhalten, musst du die R2-Taste während der Schnellauswahl gedrückt halten. Du kannst die Schnellauswahl dazu benutzen, um zwischen den Steuerungsmodi zu wechseln. Wähle Schnellauswahl aus dem Pausemenü und füge das Symbol des gewünschten Steuerungsmodus einfach in deinen Auswahlzirkel ein. Der Infektor feuert Nanoviruskugeln, die den Gegner bei Berührung infizieren. Infizierte Gegner greifen andere Gegner an und infizieren diese, bis die Infektion abklingt. Vom Infektor getroffene Gegner erleiden beständig Schaden, bis die Infektion abklingt. Triffst du einen Gegner mehrmals mit dem Infektor, verlängert dies die Infektionszeit. Im Herausforderungsmodus kannst du jedes Quark-Spiel automatisch beenden, indem du die Option Quark-Spiel beenden im Pausemenü wählst. Nun gilt das Spiel als beendet und du kannst zurück zur Phoenix.
Im Wiederholungsmodus kannst du jedes Quark-Spiel automatisch beenden, indem du die Option Quark-Spiel beenden im Pausemenü wählst. Nun wird das Spiel geschlossen und gilt als beendet. Dies ist ein Warp-Punkt. Auf jedem Warp-Punkt kannst du dein Warp-Feld einsetzen. Stell dich auf den Warp-Punkt und drücke die Kreistaste, um das Warp-Feld anzubringen. Dann kannst du dich durch Drücken der Kreistaste jederzeit zu diesem Feld beamen. Warpfelder verschwinden mit der Zeit oder wenn du ein zweites Warpfeld legst. Dies ist ein Warppunkt. An jedem Warppunkt kannst du dein Warpfeld einsetzen. Stell dich auf den Warppunkt und drücke die R1-Taste, um das Warpfeld anzubringen. Dann kannst du dich durch Drücken der R1-Taste jederzeit zu diesem Feld beamen. Warpfelder verschwinden mit der Zeit oder wenn du ein zweites Warpfeld legst. Drücke die Quadrat-Taste, um die grünen Code-Abschnitte zu sammeln. Drücke die Kreistaste, um die roten Abwehrprogramme zu zerstören. Blaue Abwehrprogramme können nicht zerstört werden. Der Nanopack enthält zusätzliche Nanotechnologie, die dich im Notfall automatisch heilt.